Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns in Ferngrab. Wir hatten ja in den letzten beiden Folgen, glaube ich, die Einführungsquest, also den Prolog, gemacht. Ja, bitte? Diana Koretin, ihr seid so lästig wie diese verdammte Dremora. Sei's drum, die Vairun ist platziert. Und jetzt sterbt ihr. Das habt ihr euch selbst eingehandelt, Dagonist. Und jetzt sterbt ihr. Und sie Helder, haut ihn einfach ihr mit den leuchtenden Händen. Wir haben etwas gemein. Sofern ihr nicht zum Kult gehört, sollten wir uns unterhalten. Okay. Verdammt seien diese Kultisten der erwachenden Flamme, dass sie Merunes Dagons Wahnsinn nach Ferngrab bringen. Ihre Vairunen infizieren die Sterblichen mit finsterer Magie. Ich kam her, um jemanden deswegen zu treffen, als ich diesen Kultisten entdeckte und meine Hände zu leuchten begann. So wie eure. Was ist das für ein Ort? Das ist Ferngrab, eine Stadt im Reich des Vergessens, mit dauerhaften und offenen Verbindungen in andere Reiche. Die Kultisten stellen schneller Vairunen auf, als ich sie zerstören kann, sodass jedes sterbliche Leben hier auf dem Spiel steht. Deshalb habe ich eingewilligt, die Dremora zu treffen. Die Dremora? Die Dremora Lyrant. Sie schickte mir einen Brief, sagte, der Kult würde Ferngrab bedrohen. Nirn auch. Sie wollte meine Hilfe, aber ich kann mich darum gerade nicht kümmern. Die Vairunen sind ganz klar eine unmittelbare Gefahr. Wir sollten dabei zusammenarbeiten. Ich kann zahlen. In Ordnung. Ich helfe euch, mit den Vairunen fertig zu werden. Was soll ich tun? Ihr müsst für mich mit meinen Kontakten sprechen. Madame Caprices Etablissement ist hier in der Stadt. Initian Tilgo trifft mich in der Sänge. Draußen in den Totenländern. Hört euch an, was sie über die Vairunen und die Pläne des Kults wissen. Dann trefft mich am Handwerksplatz von Ferngrab. Ich kenne Lyrant. Es passt nicht zu ihr, dass sie nicht zu einem Treffen erscheint. Wirklich? Ich weiß nur, dass sie eine Dremora ist, die ein Interesse an dem Dagon-Kult hat, der als der Orden der erwachenden Flamme bekannt ist. Wir wollten uns hier treffen, doch alles, was ich sah, als ich hier ankam, waren dieser Kultist und die Vairune, die er schrieb. Ihr sagtet, die Vairune würde eine Wirkung auf Sterbliche zeigen. Ist es das, was unsere Hände leuchten ließ? Nein, die Vairunen bringen die Gefühle Sterblicher durcheinander, machen sie heftiger. Ich bin mir nicht sicher, warum. Lyrant sagte, die Magie in ihrem Brief würde es ihr erlauben, mich zu erkennen. Ich glaube, das ist es, was dieses Leuchten war. Wenn ich doch nur den Griff dazu bekommen könnte, sich für all das zu interessieren. Der Griff? Der Griff der Statuten. Sie sind ein Orden von Daedra, größtenteils Dremora, die als Schlichter und Ausleger der Statuten dienen. Einer magischen Übereinkunft, die es Ferngrab erlaubt, als neutraler Boden für alle Daedra zu dienen. Der Griff setzt die Gesetze durch. Bis zu einem gewissen Punkt. Bis zu einem gewissen Punkt? Nun, da Sterbliche nicht an die Statuten gebunden sind, ignoriert uns der Griff im Grunde fast völlig. Es sei denn, wir kommen irgendwie den Statuten in die Quere. Solange der Kult und seine Vairunen nur Sterbliche bedrohen, ist das dem Griff schlicht einerlei. Erzählt mir mehr über diese Kontakte, mit denen ich für euch reden soll. Madame Caprice ist eine dunkle Verführerin, die ihren Daumen am Pulsschlag von Ferngrab hat. Ihr geschieht nichts, dessen sie sich nicht genauestens bewusst wäre. Sie handelt mit Gefallen und Information. Und je mehr man ihre Hilfe in Anspruch nimmt, desto teurer werden ihre Dienste. Und was ist mit Initian Tilgo? Initian Tilgo ist ein Mitglied des Ordens der Erwachenden Flamme. Er war mein Freund, bevor der Kult ihn anwarb. Wie sich herausstellt, hatte Tilgo einen Sinneswandel. Er liefert mir Informationen darüber, wo der Kult plant, als nächstes zuzuschlagen. Und wo finde ich Madame Caprice und Initian Tilgo? Madame Caprice leitet ein Etablissement in Ferngrab, das man das Haus Caprice nennt. Seid bloß vorsichtig. Sie genießt es, ihre Krallen in Neuankömmlinge zu schlagen. Initian Tilgo werdet ihr in den Totenländern finden. In einem Gebiet, das man die Sänge nennt. Der Platz der Portale wird euch dorthin bringen. Der Platz der Portale? Die Totenländer? Der Platz der Portale ist einer der wichtigsten Orte in Ferngrab.
Eine Reihe dauerhafter Torwege in andere Gebiete im Reich des Vergessens. Eines dieser Gebiete sind die Totenländer, die Domäne von Merunes Dagon. Die Anachoretin, das ist ein ungewöhnlicher Name. Ach, das war mir gar nicht aufgefallen. Passt auf, wir sind uns gerade erst begegnet. Falls ihr euch als vertrauenswürdig herausstellen solltet, erzähle ich euch die ganze sonderbare Geschichte. Falls nicht, nun, darum kümmern wir uns, falls es nötig werden sollte. Gehört zu dieser Geschichte auch eine Erklärung, was die Maske angeht, die ihr tragt? Vielleicht. Und vielleicht ist sie auch nur eine modische Spielerei. Nun geht mit Madame Caprice und Initian Tilgo reden, während ich meine Runden drehe. Ich muss nach meinen Mündeln überall in der Stadt sehen. Eure Mündel? Da Ferngrab eine Wegekreuzung darstellt, ist es nur natürlich, dass Leute von überall her hier landen. Ich sehe regelmäßig nach den Sterblichen der Stadt. Ich helfe ihnen, wo ich kann. Deshalb nennt mich Caprice die Närrin von Ferngrab. Wegen meines Mitgefühls. Und es ist der Grund, weshalb ich die Dagonisten verabscheue. Ich bin dem Orden der Erwachenden Flamme schon begegnet. Dann wisst ihr, dass der Kult böse ist. Er tauchte unlängst auf, betreibt Bekehrungsarbeit auf den Plätzen. Danach fing er an, diese Weihrunen zu platzieren. Irgendeine Art von Gebet an Merunes Dagon. Doch es verstärkt die Gefühle von Sterblichen. Die Runen sind gefährlich. Das weiß ich einfach. Das Leuchten ist verblasst. Fürs Erste. Nun gut, dann... Ja! Machen wir uns erstmal auf ins Innere der Stadt. Durch die Tür. Halt, stopp. War da gerade was zu lesen? Da war doch noch ein Buch. Die Träger von Ferngrab. Wenn ihr wollt, wie immer, einmal kurz Pause drücken und dann könnt ihr euch das Ganze durchlesen. Beziehungsweise mehrfach Pause drücken. So. Arbeiter in Ferngrab gesucht. Warum lasst ihr mich nicht einfach in Ruhe? Etwas Schreckliches wird geschehen. Ich weiß es einfach. Okay. Wir gehen erstmal hier hin. Noch eine törichte Sterbliche, die dem dagonischen Weihgut erlegen ist. Was für ein Pech. Aber was ist das? Ein neues Gesicht? Und was sagt Madame Caprice immer? Neue Gesichter bringen neue Gelegenheiten. Unterhalten wir uns. Hat euch schon einmal jemand gesagt, dass ihr ein unvergleichliches Gebaren habt? Die meisten in dieser himmlischen Sänfte, die wir Ferngrab nennen, haben nur einen Anflug dieser Aura. Aber ihr? Ich kenne verschiedene Käufer, die gutes Gold für eine Seele wie die eure bezahlen würden. Sollen wir handeln? Ich habe kein Interesse am Seelenhandel. Aber was ist mit dieser Person los, die da auf dem Boden sitzt? Was? Die arme Josette? Sie gehört zu meinen liebsten Stammkunden. Zumindest war das so, bevor sie unter den Einfluss der Weihrunen geriet. Zuerst wurde sie angriffslustig, danach außerordentlich melancholisch. Und nun ist sie im Grunde geistlos. Doch verratet mir etwas, Schätzchen. Was führt euch zu Madame Caprice? Die Anachoretin schickt mich. Sie sagte, ihr wüsstet von allem, was hier vor sich geht. Hat sie das gesagt? Hm? Nichts als die Wahrheit, aber ich prahle nur ungern. Sie ist allerdings eine ungewöhnliche Sterbliche, nicht wahr? Unser Liebling der Gassen und schlau. Sie schickt euch, damit sie im Haus Caprice nicht noch mehr anschreiben muss. Als neue Kundin ist eure erste Transaktion umsonst. In Ordnung. Erzählt mir, was ihr über die erwachende Flamme und ihre Weihrunen wisst. Ah, zwei Themen, über die derzeit viele Ferngräbler reden. Die Dagonisten sind sterblicher Abschaum mit einem Fetisch in Sachen Zerstörung. Die Weihrunen sind manifestierte Gebete an ihren Fürsten. Zauber, die nur Sterbliche zu beeinflussen scheinen. Wie die arme Josette hier. Wisst ihr, warum der Kult diese Weihrunen überall in Ferngrab anbringt? Eine interessante Frage. Leider habe ich keine Antwort darauf.
Doch ihr seid nicht der einzige Neuankömmling in unserer schönen Stadt auf der Suche nach derlei Wissen. Meine Augen in der Stadt sagen mir, dass die Dremora Lyrant nach Ferngrab gekommen ist. Sie ist in den Bruchgassen und sucht Schwester Seldina. Schwester Seldina? Ihr wollt mehr? Ich verrate schon so einiges als Teil eurer kostenlosen Probeleistung. Aber ich bin heute freigebig. Schwester Seldina führt die Dagonisten hier in Ferngrab. Sie und Lyrant scheinen im Zwist zu liegen. Doch ich weiß noch nicht warum. Welche Art von Geschäft wird im Haus Caprice gemacht? Wie der Name schon andeutet, mache ich mein Geschäft mit Launen und Kapriolen. Ich kaufe und verkaufe, was die heftigen Regungen in einem vorgeben. In meinem Haus kann man schwelgerischen Genüssen aus dem gesamten Vergessen frönen. Und man findet natürlich Informationen. Neben Essen, Trinken und Annehmlichkeiten für jeden Appetit. Gibt es irgendetwas, was ihr tun könnt, um der armen Josette zu helfen? Hm? Oh, die Sterbliche auf dem Boden? Nein, ich glaube nicht. Der Zauber ist recht mächtig. Ich vermute, die Vairunen dienen einem finstereren Zweck, als einfach nur Gefühle zu verstärken und Sterbliche in geistlose Höhlen zu verwandeln. Schade, dass sich der Griff weigert, Untersuchungen anzustellen. Der Griff? Der Griff der Statuten. Sie sorgen für Gesetz und Ordnung in Ferngrab. Die Statuten sind eine Übereinkunft, die für alle Daedra bindend ist und es uns erlaubt, ansatzweise reibungslos zusammenzuarbeiten. Da Sterbliche nicht an diese Übereinkunft gebunden sind, neigt der Griff dazu, nicht weiter auf sie zu achten. Dann ist der Griff der Statuten so etwas wie die Stadtwache? Eine treffende Beschreibung, auch wenn sie etwas ungenau ist. Sie verschaffen den Gesetzen von Ferngrab Geltung, doch auf Arten und Weisen, die über die Grenzen des Verständnisses der Sterblichen hinausgehen können. Versucht, vor ihnen keine Verbrechen zu begehen, und sie werden euch nicht belästigen. Voraussichtlich. Warum nennt man diesen Ort die himmlische Sänfte? Ihr kamt hierher, ohne das zu wissen, Schätzchen. Wie erfrischend! Wie ein jenseitiges Beförderungsmittel verkörpert Ferngrab die existenziellen Konzepte des Übergangs oder des Eintritts in etwas Neues. Immerhin nahm es einmal seinen Anfang als ein sonderbares wandelndes Reich. Das macht einen Teil des Reizes der Stadt aus. Was genau bedeutet das? Es bedeutet, dass es keinen besseren Ausgangspunkt als das fabulöse Ferngrab gibt, wenn man die Myriaden von Wegen und Gängen im Vergessen bereisen will. Neben unserem berühmten Platz der Portale ist auch der Rest dieses Reichs mit dimensionalen Zugangswegen übersät. Außerdem haben wir keinen Fürsten. Warum ist das wichtig? Ohne einen Fürsten, der die Gesetze festlegt und die Wirklichkeit von Ferngrab manipuliert, vermögen wir diese Stadt nach unseren Wünschen zu gestalten. Die Freiheit, die uns das einbringt, ist erhaben. Zudem hat man ohne einen Fürsten auch weniger Chaos und Gewalt auf den Straßen, ungeachtet aller abtrünnigen Kultisten. Das könnte ich mir allerdings auch sehr gut vorstellen, auf die Menschen übertragen. Ich konnte die riesigen Skelette nicht übersehen. Sind sie nicht schön? Eines unserer tollsten Merkmale. Niemand ist sich so recht sicher, wer oder was sie waren. Doch der Legende nach trugen sie einst die Stadt von Ebene zu Ebene. Daher auch die Anspielung auf eine Sänfte. Ob das so stimmt? Nun, die Skelette sind jedenfalls echt. Und welche Art von Daedra seid ihr, Madame Caprice? Eine persönliche Frage? Das kostet aber einen Aufpreis, Schätzchen. Ich bin eine Masken. Das, was euresgleichen gern eine dunkle Verführerin nennt. Im Gegensatz zu vielen meiner Brüder und Schwestern setze ich meine Reize ein, um andere des Wissens und des Profits wegen zu umgarnen und zu bezaubern. Gewalt interessiert mich nicht. Ihr sagtet, Lyrant sei in den Bruchgassen. Was sollte ich darüber wissen? Ein schrecklicher Ort. Ich rate zur Vorsicht, falls ihr beschließt, euch dorthin aufzumachen. Es ist ein Gewirr aus Gassen, Wohngebäuden und Ruinen, die hinter dicken Mauern verborgen sind.
Viele Sterbliche leben dort unter den entsetzlichsten Bedingungen. Aber es kann auch ein guter Ort sein, um Geschäfte zu machen. Was für Geschäfte? Oh, unschuldige Sterbliche. Die Art von Geschäften, denen man besser außerhalb der Reichweite des Griffs der Statuten nachgeht. Es ist der perfekte Ort, um einen Dagonistenkult zu verbergen, der danach trachtet, Chaos und Verwirrung zu sehen. Ich bin überrascht, dass unser Liebling der Gassen das nicht erwähnt hat. Warum nennt ihr die Anachoretin den Liebling der Gassen? Liebling der Gassen, Närrin von Ferngrab, Frau mit der Maske. Seit die Anachoretin in Ferngrab ankam, hat sie alles daran gesetzt, den Sterblichen zu helfen, die an unsere Gestade gespült werden. Und sie verlangt keine Gegenleistung dafür. Schade, dass ich sonst zu wenig über sie weiß. Ja, das nennt man dann wohl Nächstenliebe. Übrigens, das hier ist ein wundervoller Ort. Hier kommen wir. Ja, ist ja gut. Hier kommen wir später öfter nochmal hin. Ein wundervoller Ort, um nämlich auch nochmal zwischendurch was zu stehlen. Allerdings ist jetzt im Moment nicht viel drin. Es gibt noch einen zweiten Ort, der noch sehr viel besser ist. Da werden wir auch nochmal hingehen. Ich denke mal während der Geschichte auf jeden Fall auch nochmal. Jetzt bin ich noch überlegen. Moment, da müssten wir hier alle vorne. Bleibt weg von mir! Bleibt weg! Wir machen doch gar nichts. So, wir können natürlich auch einfach weiter porten, aber hier gibt es diese Portale und da nehmen wir natürlich jetzt eins von. So, und dann kommen wir hier auf der zweiten Karte an. Das ist dann in den richtigen toten Ländern. Also das andere heißt ja nur Ferngrab. Jetzt bin ich aber gerade am Gucken. Wo soll die denn sein? Spricht mit der Initiantin. Ach, da wo das Buch ist. Okay. Da werden wir uns jetzt mal hinbegeben. Hier muss man allerdings aufpassen. Hier sind immer wieder, je nachdem wo man läuft oder reitet, Blitze, die auf den Boden einschlagen. Also hier in der Umgebung glaube ich eher nicht. Aber wenn man in die andere Richtung reitet, da glaube ich, fängt das auch schon mal an. Ah, hier zum Beispiel sind, ja okay, es sind keine Blitze, es sind so Feuersteine. Wenn ich jetzt wüsste, wo die jetzt genau war. Ich gebe zu, den Bereich hier habe ich nur einmal gemacht. Das sieht mir aber aus, als ob wir hier durch müssen. Ihr seid nicht die Person, die ich treffen sollte. Was wollt ihr? Okay, es ist ein Er, keine Sie. Erklärt euch, Fremde. Die Totenländer sind kein Ort für Zufallsbegegnungen. Die Anachoretin schickt mich. Was könnt ihr mir über die erwachende Flamme und ihre Weihrunen erzählen? Die Anachoretin hat mir versprochen, mich im Austausch für Informationen aus dem Kult herauszuholen. Ich halte mich an meinen Teil der Abmachung und was bekomme ich dafür? Noch einen Holzkopf, der Wissen vom armen Tilgo will. Das ist das letzte Mal, hört ihr? Sorgt dafür, dass die Anachoretin das weiß. Ich werde es hier ausrichten. Wisst ihr, was der Kult mit den Weihrunen plant? Niederen Initianten erzählen sie zwar nicht alle Einzelheiten ihres großen Plans, doch ich höre Dinge. Schwester Seldina will Ferngrab übernehmen, um es zu einer Opfergabe für Merones Dagon zu machen. Die Weihrunen spielen dabei eine Rolle, aber ich weiß nicht, welche genau. Erzählt mir von Schwester Seldina. Schwester Seldina leitet die Zelle in Ferngrab. Sie hat eine große Vision für die erwachende Flamme. Sie nimmt ihren Anfang in Ferngrab, doch sie endet nicht dort. Seldina will die Portale kontrollieren. Mit ihnen kann sie Fürst Dagon das gesamte Reich des Vergessens aushändigen. Selbst Nirn wäre in Reichweite. Sagt euch der Name Lirant etwas? Die Dremora? Die alte Garde des Ordens redet dieser Tage eigentlich über nichts anderes. Anscheinend hat sie Schwester Seldina eine Menge Ärger bereitet. Sie durchkreuzt ihre Pläne. Irgendetwas wird bald geschehen. Sagt es der Anachoretin. Ferngrab ist in Gefahr. Habt ihr irgendeine Idee, wo ich Schwester Seldina finde? Der Orden hat Lager überall in Ferngrab und den Totenländern. Schwester Seldina könnte an jedem dieser Orte sein. Doch sagt der Anachoretin, sie soll in den Bruchgassen nachsehen. Dort soll sie nach einem verlassenen Gebäude Ausschau halten. Irgendein heißer Ort.
Ich hörte, wie sich einer der Verwüster über die Hitze beschwerte. Ein heißer Ort? Das ist nicht gerade viel, um damit zu arbeiten. Wenn wir über die Totenländer reden würden, dann nicht. Aber in den Bruchgassen sieht die Geschichte schon anders aus. In diesem Teil von Ferngrab kann es nicht zu viele Orte geben, die heiß genug sind, damit sich ein Verwüster dort unwohl fühlt. Die Anachoretin wird schon darauf kommen. Warum seid ihr willens, der Anachoretin zu helfen? Was? Meint ihr, jeder Dagonist wäre ein wahrer Gläubiger, der bereitwillig alles tut, was ihm seine Oberen sagen? Ich habe mich denen angeschlossen, weil sie mir ein besseres Leben versprachen. Ein Weg, um den Bruchgassen zu entkommen. Doch sie haben gelogen. Die Anachoretin hat sich bereit erklärt, mir zu helfen. Zu einem gewissen Preis. Einen Preis? Wenn Schwester Seldina wüsste, dass ich mit euch oder mit der Anachoretin spreche, wäre mein Leben kein Stückchen Schorf auf dem Ellbogen eines Orgrims mehr wert. Ich will raus. Hört zu. Sagt es der Anachoretin. Sie findet mich im Trägersruh in Ferngrab, wenn sie wirklich bereit ist, einem alten Freund zu helfen. Sagt der Anachoretin, dass ich im Trägersruh bin. Sie schuldet mir etwas. Und ich erwarte, dass sie unsere Abmachung einhält. Einem alten Freund, so. Ja. Na gut, dann reisen wir wieder zurück. Ja. Mal gucken, hier ging es links um. Doch, da ging es links um. Dann gleich hier irgendwo hoch. Ah ja, ich glaube, ja genau, da ist es schon. Oder? Nee. Ja. Wir sind durch das Portal gekommen, aber da hinten haben wir auch noch einen Port. Der ist auch sowieso schon frei. So, und dann kann man nämlich hier oben drauf klicken, um dann wieder umzuswitchen. Und wir müssten eigentlich hier hin, wo wir allerdings noch keinen Port haben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Da müssen wir das Ganze halt über den Wegschrein machen. So. Und wir müssen... Ist das oben oder ist das... Ja, das ist höher. Das ist so blöd verzwickt hier. Also, das ist einer der Gründe, weshalb ich hier sehr ungerne gequestet habe. Also, die Story ist ganz cool. Aber ich habe hier wirklich ungerne gequestet, alleine wegen der Tatsache, dass es hier so unübersichtlich ist. Die Katastrophe kommt. Ferngrab ist verloren. Es hat keinen Sinn. Überhaupt keinen. Die sind unter uns, oder? Auf mich getreten, was diese Kreaturen sich einbilden. Ich suche immer nach den Leuten, aber irgendwie ist dann keiner da. Na gut, also wir gehen hier durch. Hier ist es übrigens ziemlich cool. Also das ist so der Bazar hier in der Gegend. Aber die haben schon geile Sachen so von der Optik her. Leider kann man die nicht alle hier kaufen. Hier gibt es nur die Gildenhändler. So, links von uns, geradeaus. Geradeaus links. Hier drüben, Freundin. Fürst Dagon wird eine Katastrophe über euch bringen. Ja, genau. Hört meine Diese neuen Dagonisten sind die Mühe kaum wert. Ich bin ihnen zum Platz gefolgt und habe die Vairunen zerstört, bevor sie überhaupt bemerkt haben, dass ich da bin. Und der Griff will sich auch endlich einmischen. Hey, habt ihr etwas von meinen Kontakten erfahren? Madame Caprice meinte, Lyrant würde die Bruchgassen nach Schwester Seldina, der örtlichen Anführerin des Kults, durchsuchen. Madame Caprice hat euch hoffentlich nichts berechnet. Für gewöhnlich darf man ihre Waren beim ersten Mal umsonst probieren. Danach wird es teuer. Die Bruchgassen sind ein großer Ort. Doch jetzt wissen wir mehr als am Anfang. Seid ihr auch an Tilgo herangetreten? Er meinte, Seldina benutzt die Vairunen, um Ferngrab zu erobern. Und dass wir nach einem ungewöhnlich heißen Gebäude suchen sollten. Heiß? In den Bruchgassen? Das müssen die alten Bäder sein. Die Hochöfen unter dem Badehaus brennen schon ewig. Doch was war das von wegen der Vairunen? Wie hat Schwester Seldina vor, sie einzusetzen, um Ferngrab zu erobern? Die Vairunen sind Gebete an Dagon. Die Magie wirkt nur auf Sterbliche. Doch keiner von beiden wusste mehr. Verdammt! Niemand wird Ferngrab erobern, solange ich in dieser Angelegenheit etwas zu sagen habe. Ich schätze, wir müssen das alte Badehaus untersuchen. Wenn wir Schwester Seldina finden, finden wir vielleicht auch Lyrant.
treffen wir uns in den Bruchgassen. Dort können wir unsere Möglichkeiten besprechen. In Ordnung, ich treffe euch in den Bruchgassen. Sobald wir die Bruchgassen betreten, können wir uns gemeinsam zum alten Badehaus vorarbeiten. Erzählt mir mehr über die Bruchgassen. Die Bruchgassen können ein gefährlicher Ort sein. Doch dort lebt auch der Großteil der Sterblichen von Ferngrab. Verschlungene Baue und dunkle Gassen prägen das Gebiet. Es gibt 3 Hauptwege durch die Bruchgassen. Über jeden von ihnen können wir das Badehaus erreichen. Was wisst ihr über das alte Badehaus? Nur, dass es größtenteils verlassen ist. Es wurde schon seit Jahren nur noch von Landstreichern und Obdachlosen benutzt. Es liegt abgeschieden am Nordende der Bruchgassen, ist leicht zu sichern und unerträglich heiß. Der perfekte Ort für die Anführer der Dagonisten, um Komplotte und Pläne zu schmieden. Ich will immer noch wissen, was es mit eurem Namen auf sich hat und warum ihr eine Maske tragt. Und ich sagte, ich würde es euch erzählen, sobald ich mir sicher bin, dass ich euch vertrauen kann. Finden wir heraus, was uns im Badehaus erwartet. Versucht, mit der Dremora Lyrant in Kontakt zu treten. Danach sehen wir weiter. Aus dem Weg, Flo! Ihr werdet sehen. Fürst Dagon wird euch und eure Stadt verschlingen. Seid still! Euer Fürst hat hier keine Macht! Ja, und mit dieser Bedeckung meiner Optik würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge Richtung Badehaus gehen und hoffentlich auch Lyran finden werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.